Ja, herzlich willkommen zu diesem MeToo2-Interview, in dem ich mit Professor Dr. Jasmina Stöbel spreche. Sie ist Bioinformatikerin und MBA-Professorin für das Lehrgebiet Organisation, insbesondere Prozessmanagement im Gesundheitswesen an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen und Mitherausgeberin der Reihe Gesundheitsökonomie für die Versorgungspraxis Gesundheit und Pflege, die im MeToo2-Verlag erscheint. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, Herr Proska. Frau Professor Stöbel, der Titel des dritten Bandes der von Ihnen mit herausgegebenen Buchreihe lautet Digitalisierungsprozesse, Prozessdigitalisierung, Management-Herausforderungen für die Organisation der Gesundheitsversorgung. Können Sie den Zuschauern einen kurzen Überblick über die im Buch besprochenen Themen geben? Ja, sehr gerne, Herr Proska. Dass die Digitalisierung natürlich unser Leben grundlegend verändert, spüren wir alle täglich. Und die aktuelle Corona-Pandemie hat auch den Umgang mit digitalen Medien einen neuen Schub gegeben. Mehr als 25.000 Arztpraxen boten beispielsweise bereits Videosprechstunden an. Diese Krise zeigt aber auch, dass wir im Bereich der Medizin und der Gesundheitsversorgung noch wesentliche Schritte vor uns haben, insbesondere zu digitalen, vernetzten, aber auch kommunikativen Prozessen. Und in dieser aktuellen Buchreihe, die Sie gerade auch erwähnten, Digitalisierungsprozesse, Prozessdigitalisierung stellen kompetente Autoren aus Wissenschaft, klinischer und industrieller Forschung und der Versorgungspraxis den gegenwärtigen Stand, aber auch die nächsten Schritte vor. Darüber hinaus analysieren sie auch den Nutzen, aber auch die Schadenspotenziale. Sie analysieren auch den Ertrag und den Aufwand und berichten auch sehr spannend über ihre Erfahrungen im Umgang mit dem Management solcher komplexen Veränderungsprozesse. Ja, vielen Dank für diese kurze Übersicht. In Ihrem Beitrag im Buch geht es um das Titelthema, die Prozessdigitalisierung. Können Sie kurz beschreiben, was das Digitalisieren eines Prozesses bedeutet und welche Folgen das im besten Fall hat? Ja, sehr gerne. Also letztendlich ist ja Digitalisierung die industrielle Revolution des 21. Jahrhunderts. Und Prozesse werden durch Digitalisierung immer stärker standardisiert, aber auch automatisiert. Und in vielen Branchen, wenn wir uns den Finanzbranche oder auch den Einzelhandelssektor anschauen, sind digitalisierte Abläufe längst tägliche Routine. Und genau dieser Trend wird auch die Gesundheitsbranche grundlegend verändern. Hier möchte ich zwischen Digitalisierungsprozessen und der Prozessdigitalisierung gerne auch nochmal differenzieren, weil das sind letztendlich zwei Seiten einer Medaille. Heutzutage genügt es eben nicht mehr, die gegenwärtigen Prozesse einfach zu digitalisieren, sondern die vernetzten Möglichkeiten auch der neuen Technologien erzwingen gänzlich neue und vor allem auch abgestimmte Prozesse. Und dass dies eine enorme Herausforderung für das Management darstellt, ist uns natürlich allen bewusst, sowohl in, aber auch zwischen den Organisation der Gesundheitsversorgung. Und ein Punkt ist mir natürlich auch noch wichtig. Neben diesen Organisationsprozessen kann natürlich auch selbst die Medizin und damit die Qualität der Versorgung enorm von dieser Digitalisierung profitieren. Denn letztendlich macht die Digitalisierung die Analyse großer Datenbestände, also heutzutage häufig auch als Big Data bezeichnet, möglich. Zum anderen schafft die Digitalisierung auch Zusammenhänge sichtbar zu machen, die wiederum neue Rückschlüsse sowohl für therapeutische Alternativen liefern können, uns und damit uns allen dem therapeutischen Ziel einer immer präziseren Medizin auch näher bringen können. Wenn man sich das anschaut, was ist denn, kann man sagen, was die Grundlage für das Gelingen der Digitalisierung von Prozessen im Krankenhaus ist? Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Fragestellung, die ich versuche in wenigen Worten hier auch zu beantworten, weil letztendlich haben, wenn wir uns auch die Krankenhauslandschaft anschauen, haben deutsche Krankenhäuser noch einen enormen Nachholbedarf bei diesem Thema. Und gerade auch die erfolgreiche Implementierung solcher digitalen Lösungen in den Kliniken sind möglich. Durchaus auch kurz- bis mittelfristig. Dabei sollten natürlich Grundprinzipien berücksichtigt werden. Und davon möchte ich Ihnen gerne ein paar nennen. Zum einen ist es wichtig, dass die Prozesse optimiert werden, bevor sie
implementiert werden. Die Auswahl einer entsprechenden Lösung sollte praxiserprobt sein und somit ohne großen Aufwand in die bestehende Systemlandschaft auch integriert werden können. Zum anderen ist natürlich auch wichtig, dass digitale Lösungen mithilfe einer Effektberechnung bewertet werden sollen, sodass dann auch letztendlich ein Nachhalten möglich ist des erwarteten Effekts. Und das sollte auf Prozessqualitätsindikatoren basieren. Und letztendlich, last but not least, ein sehr wichtiger Punkt, dass ein Change Management auch in der Organisation etabliert werden sollte und Digitalisierung als Führungsaufgabe verstanden werden sollte, insbesondere bei der Auswahl der richtigen Ideen und Projekte sowie auch bei der aktiven Begleitung und Umsetzung solch eines Digitalisierungsprojekts. Nun wird ja die Corona-Krise von vielen als eine Art Teilchenbeschleuniger für die Digitalisierung gesehen. Mhm. Aber besteht durch die erhöhte Geschwindigkeit nicht die Gefahr, dass Strategie und Digitalisierungsprozesse als Grundlage ein bisschen zu kurz kommen? Ja, also verschiedene Befragungen haben diesen Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, auch nochmal bestätigt. Zum Beispiel äußerten sich mehr als 78% auch von verschiedenen auch Insidern aus der Gesundheitswirtschaft, dass sich dieser Digitalisierungsprozess um mindestens 2 Jahre aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie beschleunigen wird. Und Sie haben auch recht, dass von der Krise getrieben sich aktuell auch viele Kliniken gezwungen sehen, in schnellem Tempo Maßnahmen auch umzusetzen, die bis vor wenigen Wochen vielleicht auch noch undenkbar waren. Und ganz eindeutig ist es so, dass Kliniken nach der überwundenen Corona-Krise sich von digitalen Insellösungen verabschieden sollten und sich einer ganzheitlichen Digitalstrategie widmen und auch auseinandersetzen sollten. Denn Projekte dieser Art sollten von Beginn an richtig aufgesetzt werden, was natürlich für Krankenhäuser bedeutet, dass sie ihre über Jahre eingespielten und oftmals veralteten Prozesse nicht nur in Frage stellen, sondern auch komplett neu denken müssen. Unterstützung, möchte ich an der Stelle auch noch mal erwähnen, finden diese Bestrebungen auch durch das Krankenhauszukunftsgesetz, das den Kliniken Zugang zu beträchtlichen Fördergeldern in den nächsten Jahren auch bieten wird. Und letztendlich auch, wie Sie in Ihrer Fragestellung schon angedeutet haben, sind letztendlich eine strukturierte Herangehensweise und auch klare Strategien wichtig und tragen auch zum Erfolg der Digitalisierung bei. Und gerade auch das Ziel sollte es natürlich sein, eine nachhaltige Digitalisierungsstrategie für das gesamte Krankenhaus zu erarbeiten. Wenn man sich das anschaut, gibt es ja immer auch Sachen, die diese Prozesse, diese Veränderungen behindern. Worin sehen Sie denn die größten Hürden für eine strukturierte und strategisch gut vorbereitete Digitalisierung im Krankenhaus? Da haben Sie vollkommen recht, dass deutsche Krankenhäuser die Potenziale auch der Digitalisierung nur begrenzt nutzen. Und dafür gibt es auch vielfältige Gründe. Auch verschiedene Befragungen von deutschen Krankenhausmanagement haben gezeigt, dass vor allem unzureichende Finanzierungsmöglichkeiten, auch die mangelnde Kompatibilität beziehungsweise Interoperabilität der IT, auch die fehlende Standardisierung von Prozessen sowie der Datenschutz Herausforderungen für Digitalisierungsinitiativen darstellen und somit auch die größten Hindernisse. Meines Erachtens müssen Prozesse erst strukturiert beziehungsweise optimiert werden, bevor man sie digitalisiert. Ansonsten ist die ganze Sache sinnlos. Und in vielen deutschen Krankenhäusern ist ein Großteil dieser Prozesse weit von diesem Zustand entfernt, denn oftmals beschränken sich standardisierte Arbeitsanweisungen auf Teilprozesse oder zielen rein auf den medizinischen Behandlungspfad ab. Und hier können natürlich die Tätigkeiten wie die Ressourcenplanung und auch das Abrechnungswesen noch stärker auch berücksichtigt werden. Und wenn in einem Krankenhaus keine derartigen Prozessstandards existieren, fällt es sehr schwer, außerdem Indikatoren für die Qualität, aber auch die Effizienz der Leistungserbringung zu erreichen. Und meiner Meinung nach sind die wichtig, um Prozesse steuern zu können, um die Qualität verbessern zu können, aber auch letztendlich, um die ökonomischen Implikatoren und Implikationen auch zu verstehen. Letztendlich sind dies wichtige Steuerungsparameter. Und wenn diese fehlen, dann erschweren sie auch die Einführung
digitaler Lösungen in Krankenhäusern. Zum Abschluss, die Digitalisierung bringt natürlich auch auf der anderen Seite Nutzen, großen Nutzen zum Teil. Wo sehen Sie denn den größten Nutzen für gut gemachte Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung oder im Krankenhaus? Ja, vielen Dank, Herr Preußler. Sie haben vollkommen recht. Der Nutzen ist sehr hoch. Den hatte ich ja auch bereits in den vorherigen Fragen an der einen und anderen Stelle bereits betont. Und ein Punkt ist mir in diesem Zusammenhang besonders wichtig, nämlich dass um die gesamten Potenziale der Digitalisierung im deutschen System zu erfassen und davon zu profitieren, müssen alle relevanten Institutionen eingebunden sein. Und wir haben jetzt natürlich auch viel über Krankenhäuser gesprochen, aber dazu gehören auch Krankenkassen, private Krankenversicherungen, niedergelassene Ärzte, Pharmaunternehmen, auch medizinische Unternehmen, aber zum Beispiel auch das betriebliche Gesundheitsmanagement von Arbeitgebern. Und dass die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens weniger weit vorangeschritten ist als beispielsweise im angelsächsischen oder skandinavischen Raum, wissen wir sehr gut. Und wir kennen auch die Folgen, dass dadurch natürlich Einspar- und auch Effektivitätspotenziale zu wenig genutzt werden. Und daher auch Verbesserungen für den Patienten möglicherweise auch etwas dann länger dauern und auch insgesamt die Kosten für das Gesundheitssystem weiter ansteigen. Wenn wir uns die große Volkskrankheit Diabetes mellitus anschauen, kann allein durch die Digitalisierung der Behandlungspfade können erhebliche Kosten auch reduziert werden. Wenn Diabetes-Erkrankte zur Selbstbehandlung eine App nutzen, können dadurch bereits enorme Einsparpotenziale generiert werden. Und würde man all diese Szenarien auf weitere Bereiche der Gesundheitsversorgung anwenden, sowie auch der Prävention ausweiten, scheinen signifikante Verbesserungen erreichbar. Nicht zuletzt natürlich zum Nutzen der Patienten und der Versicherten. Und letztendlich unterstützt die Digitalisierung neue Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten, wie auch die Präzisionsmedizin. Sie erleichtert auch die Kommunikation, vor allem die sektorübergreifende Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren des Gesundheitswesens. Und last but not least ermöglicht natürlich dem einzelnen Patienten, seine Gesundheit auch positiv zu beeinflussen. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die Digitalisierung und die Prozesse darum. Ist sicherlich ein hochinteressantes Buch, das ich hier mit den Zuhörern sehr ans Herz legen möchte. Vielen Dank, Frau Professor Stöbel. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, Herr Preußler. Ihnen auch vielen Dank.